Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines in einer von den letzten Folgen, da ihr nichts mehr geschrieben habt und da ich dann jetzt selber entscheiden werde, was ich baue. Nämlich, ich habe mir überlegt, dass wir als Monument, so als krönenden Abschluss, hier den Weltraumlift irgendwie dahin bauen oder so. Oder hier, direkt hier neben dem Schlund der Hölle. Ich glaube, das wäre eigentlich auch ganz nett. Ja, dann bauen wir hier den Weltraumlift und dann sind wir eigentlich fertig für dieses Projekt für City Skyline Snowfall. Theoretisch hätten wir hier noch ganz, ganz viel Platz, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist, hier noch länger zuzuschauen. Darum würde ich sagen, gehen wir mal, bauen Sie Expo Center. Wenn wir jetzt auch noch wüssten, wo dieses Expo Center ist. Expo Center, was ist das? Das ist eine große Bibliothek. Aha, sehr interessant. Aquarium Servicing Services Gebäude. Aber ganz ehrlich, da gibt es doch andere neue Gebäude, oder? Theater der Wunder, Meer und Wolkenkratzer, Stadion? Nö, hä? Turm der hohen Zinsen? Expo Center, da haben wir das Expo Center, dieses doofe Ding. Das setzen wir mal da rein, wo Platz ist, würde ich sagen. Das einzige Problem, das ist ein bisschen arg groß. Und auch noch mit so einem blöden, da unten würde es reinpassen, aber da unten würde es uns nicht so viel nützen. Das hat ein blödes Format, muss ich sagen. Hilfe, die Sonne kommt raus. Ah, also ich meine die echte Sonne, die draußen, das helle Ding da oben am Himmel, was auch viele nicht kennen. Könnt auch sagen, wir bauen das einfach da rein, weil, damit ich das mal zeige mit dem Terraforming-Gedönse, zum Beispiel hier Gelände einebnen. Dafür bräuchten wir allerdings noch ein bisschen Erde, weil wir gerade keine Erde zur Verfügung haben. Haben wir hier irgendwo, da drüben hätten wir Berge. Bloß, dass wir da nicht hinkommen. Haben wir sonst noch irgendwo viel Erde? Nee, schaut eher nicht so aus, außer da drüben. Da werden wir mal hier ein bisschen Erde nehmen. Oben links seht ihr auch, wie voll die Erde ist. Also momentan haben wir gerade das Lager voll, das Erdlager. Komme ich mal daher, wähle hier mit dem Gelände einebnen hier mit der rechten Maustaste diese Höhe aus und male das hier dann da drüben wieder zu. Das Einzige, wir brauchen da natürlich extrem viel Erde. Und das ist jetzt alles andere als schön, dass wir hier jetzt nicht so viele Berge haben. Aber das muss schon irgendwie hinhauen. Wo habe ich das jetzt gebaut? Da habe ich das gebaut. Das heißt, mit der rechten Maustaste wieder auswählen. Das Ganze ein bisschen größer malen. Und theoretisch könnte das schon fast hinhauen. Werde ich einfach hier noch eine Allee reinziehen. Und dann hier. Auf der Seite könnten wir eigentlich auch noch ein paar Büros hinstellen. Auch wenn es nicht viele sind, aber immerhin ein paar. Und hier dann ein Expo Center direkt hier rein. Da nützt es uns das Ganze auch nicht so sonderlich viel, aber wir haben hier ein Expo Center. Warum denn auch nicht? Ist ja auch ganz nett. Machen wir das Ganze mal noch so. Zack, zack. Bauen da auch noch ein paar Büros hin. Brauchen wir ja eh die ganze Zeit. Und zack. So, Strom und Wasser brauchen wir natürlich auch noch für die Herrschaften. Das sollte jetzt damit auch erledigt sein. Und Strom sollte jetzt eigentlich auch reinkommen. Ja, prima. Gut, das nächste für den Weltraumlift, das große Einkaufszentrum. Große Einkaufszentrum war doch hier irgendwo. Hier das große Einkaufszentrum. Einkaufszentrum der Mäßigung. Schickes Einkaufszentrum. Transportturm. Hä, wo zum Kuckuck ist das jetzt schon wieder hin? Servicing Service? Nein. Opernhaus, Observatorium, Großbibliothek, nein, großes Einkaufszentrum. Das große Einkaufszentrum könnten wir eigentlich direkt daneben setzen, aber ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich würde das große Einkaufszentrum könnten wir eigentlich auch hier hinsetzen. Die ganzen Hotels, die werden ja eh nicht so gut besucht, darum bauen wir das mal dahin.
Dann haben die hier auch ein ganz großes Einkaufszentrum, wo die auch schön einkaufen können. Ist aber auch recht teuer, das ganze Zeug. Aber schaut doch toll aus. So, das nächste, was wir haben. Das Opernhaus. Das kommt natürlich in die Stadt. Wenn ich das jetzt wieder finden würde. Das müsste das Theater der Wunder sein. Nein, habe ich gewusst. Oh, hier das Opernhaus. Das Opernhaus sieht aus wie ein Stadion. Darum komme ich da immer ein bisschen durcheinander. Könnten hier noch ein bisschen was aufschütten oder das da drüben hin tun. Nein, ich würde eher sagen, obwohl wir könnten das da hinbauen. Darum baue ich das mal dahin. Warum denn auch nicht? Zack. Haben da jetzt ein Opernhaus hingebaut. Ach, wie schön. Das nächste wäre ein Stadion. Haben wir das Stadion noch nicht gebaut? Anscheinend nicht. Wo ist das Stadion schon wieder hin? Stadion, Stadion, Stadion. Hier ist das Stadion. Das Stadion sollte hier unten hinkommen. Da haben wir aber mal wieder keinen Platz für das Ding, außer wenn wir wieder was abreißen, was aber auch nicht so schlimm ist. Zack, haben jetzt ein Stadion gebaut und das nächste wäre die Statue des Wohlstands. Das wäre jetzt nicht so das Problem und ich glaube, dann war es das eigentlich auch schon. Statue des Wohlstands. Die bauen wir mal da oben hin. Da müssten wir jetzt wirklich ein bisschen aufschütten. Bloß Erde haben wir mal wieder keine. Dann machen wir das Ganze mal so, holen mal von dieser Ecke ein bisschen was. So. Und tun das dann hier irgendwie hin. Wie wär's? Dahin. So. Das sieht natürlich alles wundertoll aus. Besonders weil das zu hoch ist. Warum ist das zu hoch? Warum ist das zu hoch? Warum ist das zu hoch? Müssen wir halt das Gelände ein bisschen einebnen. So. Das ist aber immer noch ein bisschen zu steil. Ich finde das übrigens sehr, sehr schön, dass es hier Geländelinien gibt, die dir auch anzeigen, wie hoch das ganze Gelände jetzt tatsächlich ist. Ohne wäre das jetzt nicht so sonderlich prickelnd. So, da haben wir jetzt die Statue des Wohlstands hingebaut. Könnten theoretisch das da wieder wegtun. Könnten das eigentlich wieder wegtun. Machen wir das Ganze mal so. So. Ja, das war zu viel. Das hier sollten wir wieder einebnen. Beziehungsweise machen wir so. So. Vielleicht ein bisschen kleiner das Ganze. So. Schaut schon ein bisschen besser aus, wenn auch nicht so viel. So. Haben wir jetzt genug für einen Transportturm? Brauchen wir dafür einen Transportturm? Und ich weiß, wir sind gerade in der negativen Bilanz, Turm der hohen Zinsen. Nein, wo zum Kuckuck ist hier dieser Turm? Luxushotel? Nein. Das müsste der Transportturm sein, ja. Den setzen wir mal hier rein. Da haben wir nämlich noch gar nichts. Wenn ich denn wieder hier irgendwo einen Spot finden würde, zum Beispiel den hier. So, haben wir jetzt alles. Ja, jetzt könnten wir theoretisch den Weltraumlift bauen. Der wäre auch gar nicht mal so groß. Heißt, wir könnten den eigentlich auch hier hinsetzen. Warum denn eigentlich auch nicht? Machen wir mal zwei. So. Das könnte ich eigentlich so lassen, wenn ich wüsste, wie groß das Ding ist. Das Ding ist doch relativ groß, muss ich sagen. Das Ding ist doch sehr, sehr groß. Aber wir bauen mal hier den Weltraumlift hin. Haben jetzt einen wundertollen Weltraumlift genau hier. Natürlich haben wir jetzt auch keine tolle Bilanz mehr, aber das ist jetzt auch nicht mehr so das Problem, hoffe ich doch mal. Das Einzige. Der Gefälle zu steil, das ist mir gerade wurscht. Das Einzige, wir haben jetzt hier gerade halt das minimale Problemchen, dass ich meinen Plan nicht mehr umsetzen kann. Da ich eigentlich
der hier einmal außenrum eine Straße setzen wollte, aber dafür ist halt der Platz nicht mehr ausreichend. Ist aber auch egal. Machen wir es einfach so. Sagen hier, naja, zuerst mal mit Dings, damit die hier nicht parken können. Zack, zack, boom, bam, 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 boom. So, ihr fährt in die Richtung, ihr da lang. Da weiß ich gar nicht, in welche Richtung das geht. In die falsche natürlich. So. Und hier machen wir jetzt einfach mal ganz normal mit Bäumen hier dieses Stückchen. Bediente Passagiere letzte Woche 281. Das heißt, Touristen werden wir jetzt auch ganz, ganz viele bekommen für unsere U-Bahn-Stationen, die auch mittlerweile über 3,5k sind. Das ist genial. Wir haben auch eine positive Bilanz. Dieses Ding, das ist riesig, ganz ehrlich. Da sind ganz, ganz viele Leute unterwegs. Das finde ich super. Das finde ich richtig, richtig toll. Theoretisch könnten wir hier auch noch einen Fußgängerweg hier so hinsetzen. Zack. Und darüber. So. Und vielleicht von... Na, das können wir ja nicht mehr. So. Laufen da auch welche lang oder laufen alle lieber da lang? Es laufen lieber alle da lang. Auch gut. Aber wir haben einen schönen Fußgängerweg durch den Park, der aber anscheinend nicht benutzt wird, weil sie es nicht wollen. Aber wir haben hier einen Weltraumlift gebaut. Und ich muss sagen, er schaut total toll aus, wie wir es hier geschafft haben, das Ganze dekorativ so schön wie nur möglich zu machen. Falsch. So dekorativ wie nur möglich. Dann werde ich da mal noch ein paar Bäumchen hinsetzen. So. Vielleicht noch ein paar von denen. So. Schaut doch alles super doll aus. So. Der Fußgängerweg hier wird immer noch nicht benutzt. Das heißt, den können wir auch wieder abreißen, wenn er eh nicht benutzt wird. Ja, und dann haben wir hier jetzt einen Weltraumlift. Das ist sehr schön und ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr viel, was wir tun könnten. Wir könnten jetzt natürlich auch alle anderen Wunder bauen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so sonderlich interessant wäre, hier noch alle Wunder zu bauen. Monumente, hier zum Beispiel Kernfusion, brauchen wir bloß noch zwei. Dann bauen wir auch noch das Kernfusionskraftwerk, warum denn auch nicht? Was brauchen wir dafür jetzt noch? Observatorium. Das Observatorium, das ist hier. Das ist relativ winzig, das Gebäude. Das gefällt mir ganz gut. Darum bauen wir das mal hier rein. Und man kann natürlich noch viel, viel schönere Plätze raussuchen und alles noch sehr viel schöner machen. Und einen Platz der Toten, wie praktisch für einen Platz der Toten, für ein Kernkraftwerk, das ist überhaupt kein Kernkraftwerk, was ist denn das überhaupt? Ein Kernfusionskraftwerk, glaube ich. Ja, ein Kernfusionskraftwerk. Kostet das eigentlich im Unterhalt 8000, das ist ganz schön viel. Aber das können wir dann hier praktischerweise direkt reinsetzen, weil das nicht viel Geld benötigt. Ich könnte erstmal halt das hier verlängern, dann hier eine Straße reinsetzen, dieses Atomkraftwerk hier rübersetzen und dann eventuell hier noch eine Abschlussstraße rein und das Monument, das halt, da fehlt was. Da fehlt was. So, jetzt passt's. Und dieses Kernfusionskraftwerk setzen wir jetzt hier genau da rein. Kostet sehr viel, sowohl im Dings als auch im Unterhalt. Aber jetzt haben wir auch noch ein Kernfusionskraftwerk. Unsere Energieprobleme sind für immer Geschichte. Leider auch unsere positive Bilanz. Aber die positive Bilanz, die sollte sich eigentlich wieder erholen.
sollte sich eigentlich wieder erholen, habe ich gesagt. Und sobald wir jetzt im positiven Bereich sind, was jetzt auch wieder der Fall ist, sind wir eigentlich auch schon gewappnet für das Ende dieses Projekts. Ja. Dann haben wir hier ein Monument, ihr habt ja nicht gesagt, was ihr sehen möchtet. Darum war ich mal so frei und habe das einfach gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt eigentlich tatsächlich? Soll ich noch irgendeinen Blödsinn machen? Ich könnte eventuell zum Abschluss hier einen Staudamm abreißen. Aber hier passiert ja sowieso nicht viel, weil ja nichts untergeht. Aber warum denn auch nicht? Machen wir das Ganze erstmal Spiel speichern. Schneed 3. Ja, möchte ich. Und dann werde ich mal hier diesen Staudamm abreißen. Und mal das Ganze beobachten, wie das ausschaut. Wassermarsch! Das ist voll spannend. Das ist voll spannend. Besonders meine Nase ist jetzt auch noch zu. Kommt das Wasser überhaupt da hoch? Nein. Der Staudamm hat aber rein gar nichts aufgestaut. Wow, das ist so toll, wie hier diese Wasseranimation hier alles verschlingt, was wir hier jemals aufgebaut haben. Wir hätten das nicht auf einer Inselkarte machen sollen. Aber alles gut. Eventuell hier... Nein, ich dachte schon, da wäre ein Tropfen rangekommen, aber anscheinend nicht. Nein. Nö. Nö, 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 nö. Dann machen wir das Ganze mal so. Ich werde hier eine Mauer hinbauen. Werde ich nicht. Hier eine Mauer hinbauen. Die auch gar nichts nützen wird, weil das Wasser einfach außen rum gehen wird. Da, hier. Da. Ich finde das toll, dass die Maus so einen kleinen Taschenlampen-Dings hat. So. Das Ding wurde jetzt überschwemmt. Das ist schön. Also ich habe mir das Ganze etwas spektakulärer vorgestellt, aber ist auch egal. Das war's für die heutige Folge. Für das Projekt eigentlich auch. Gehen wir mal hier hin und beobachten mal die Stadt von hier, von diesem Kernfusionskraftwerk aus, wie wäre es. Ich würde gerne die ganzen Symbole hier ausblenden. Kann ich das? Freilaufende Kamera? Ja. Nein, bleib da. Das ist eigentlich auch ein schönes Hintergrundfoto. Ja, ist eigentlich ganz nett, wenn da noch Wasser wäre. Nee, aber mir hat das Projekt ganz gut gefallen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie euch das Projekt gefallen hat. Falls euch das Projekt gefallen hat. Falls nicht, dann schreibt eben nichts rein und dann wird kein Kommentar kommen und ich bin total unglücklich. Aber das ist jetzt auch nicht eure Sache, nicht meine Sache. Darum hoffe ich, das Projekt hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann hänge ich noch eine Folge dran oder so. Auf jeden Fall. Sagen wir jetzt langsam Tschüss. Ja. Also ich muss sagen, es schaut schon schön aus. Jetzt ohne Frage, es schaut schon schön aus. Auch wenn hier das Observatorium links da jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber ich glaube, ich mache da jetzt wirklich mal... Es war doch F12, oder? Hallo? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich drücke Tasten und ich höre kein Steam-Dings. Habe ich jetzt ein Foto gemacht oder nicht? Keine Ahnung, ist auch total egal eigentlich. Ich möchte hier jetzt das Projekt beenden, darum mache ich das jetzt auch. Und ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Ja, ich wiederhole mich, darum würde ich sagen... Das war's. Tschüss, tschüss. Bis dahin, euer Mr. Kruzi.